Aber es war ein bisschen Also nein, Durchgang, nein, Durchgang wurde Also über die Brücke drüber. Ja. Ich rein. Kann, wenn es wollen, mit der Hand rein. Das hat voll, wir können gerne mal hinschauen. Gut. Also die Polizei ist bemüht, den Fall auf den Grund zu gehen. Naja, schauen wir mal, ob es was nützen wird. Wunder, ich glaube, zuerst von der Hunde voll krank. Wenn sie verletzt haben, müssen sie es uns sagen. Dann müssen wir vielleicht auch noch einen Arzt beiziehen. Gibt es Verletzte? Gibt es jetzt Verletzte? Also mit anderen Worten, hallo mal wieder am Handy-Display, am Computerbildschirm, Monitor jeglicher Art. Herzlich willkommen allen treuen Sehern von CryptoTV. Ein herzliches Hallo dem korruptesten und verdrottelsten Österreich aller Zeiten. Wir stehen hier heute ausnahmsweise, nachdem gestern am 23. Jänner 2023 die österreichische Justiz in Form des Landesverwaltungsgerichtshofs entschieden hat, dass ich nicht alleine Polizisten physisch angegriffen und eingekesselt habe, alleine 80 Minuten die 5 Eingänge des Salzburger Hauptbahnhofs verstellt habe und nicht ungebührend die Ruhe gestört habe, heute als Demotourist in Hallein seit sehr, sehr langer Zeit. Der Roman macht einen Kameraschwenk auf dem kleinen, harten Kern, der noch über ist. Also ich finde es sehr, sehr traurig. Bei dem Kameraschwenk sieht man auch, es liegt immer noch jede Menge Schnee. Nein, das ist jetzt natürlich nichts eins von den 110 Gramm vom Herrn Teichtmeister, den Schmäh habe ich ja gestern schon gebracht. Der Grund, warum wir heute hier sind, ist zum einen, dass ich länger nicht mehr in Hallein war und mir das heute mit dem Roman gönne. Zum anderen, weil wir ein bisschen in Sachen Wir sind Salzburg heute ein bisschen Unterstützungsmaterial unter das zahlreiche protestierende kritische Volk bringen möchten und müssen. Schließlich steht ja auch in Salzburg bald eine Landtagswahl an und wir wissen ja bereits von der jetzt in Niederösterreich stattfinden, es steht viel auf dem Spiel. Originalzitat der Landesmutti, die inzwischen Kindzwecklegung betrieben hat und die dortige ÖVP Niederösterreich ja nur noch als die Niederösterreich-Partei bezeichnet, was meines Erachtens nach wiederum sehr bezeichnend ist für den aktuellen Zustand der ÖVP. Damit weiterführend fürs Land. Damit sind wir beim Land. Ich war noch nie in Steyr. Man hat allerdings im Gemeinderat in Steyr jetzt eine Gesprächsrunde abgehalten, indem man den dortigen Demonstranten, je nachdem aus welchem politischen Lager der Redner kam, ja durch die Blume oder auch weniger durch die Blume an den Kopf geworfen hat. Es seien ja auch dort alles Nazis. Es wären traumatisierte Kinder und ähnliches durch den Lärm da am Abend um 18 Uhr. Es ist ganz schlimm. Ich möchte an dieser Stelle darauf verweisen, dass man den Beitrag dazu mit all den Ausschnitten der verschiedenen Redner sehen kann bei RTV Regionalfernsehen. Da kann man übrigens auch einen sehr schönen Beitrag sehen über, glücklicherweise ukrainisch, politisch korrekt also, Ina Schwaneskaya. Ina Schwaneskaya ist eine betagte Holocaust-Überlebende, die im besten Bundland aller Zeiten, wie ich quasi unsere schöne deutsche Bundesrepublik, unser Nachbarland, bezeichne, jetzt zwangsgeimpft und in eine betreute Anstalt eingewiesen werden soll. Ich würde sagen, man sollte sich vielleicht nicht, weil die Dame politisch korrekt aus der Ukraine stammt, anschauen, wie man mit einer Holocaust-Überlebenden in Deutschland umgeht. Und dann der Impfdurchbruch. Plötzlich und unerwartet ein Wagen des Roten Kreuzes. Und man sollte dann vielleicht tatsächlich drüber nachdenken, ob die Redner in Steyr seitens der SPÖ oder der Grünen mit ihrem Nazi-Vergleich für friedliche Spaziergänger eventuell nicht ein bisschen eine
unpassende Formulierung gefunden haben oder wie das im politischen Sprech heißt, ob man da nicht vielleicht gar eine Holocaust-Verharmlosung oder so vornimmt. Aber sei es wie es sei, ihr könnt euch das gerne selber ansehen. Bitte den Fall von Frau Schwaneskaya auch vielleicht ein bisschen bekannt machen, sofern das noch nicht passiert ist. Meines Erachtens noch ist das in Österreich noch sehr wenig passiert, in Deutschland ebenso, aber wie gesagt, man weiß ja, die Anzeigen schalten, die machen die Medien. Deswegen freut es mich, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass heute der Roman natürlich wieder mit an der Kamera ist. Und verweise an dieser Stelle wegen der vielen steirischen Eltern, die traumatisierte Kinder haben, gleich auf eins seiner aktuellen Videos zur Aufarbeitung des PCR-Wahnsinns in diesem Land. Österreich pfeift ja aus dem letzten Loch in nahezu jeder Abteilung, war aber dafür Testweltmeister. Ich darf daran nochmal erinnern. Und gleich der Einstieg des ersten Teils dieses PCR-Tests zeigt, wie Eltern vorschriftsgemäß ihre Kinder nicht traumatisiert haben, indem sie ihnen ein ungesundes Stabal bis an die Hirnschranke in die Nase geschoben haben. Ja, damit haben wir das Intro für heute geklärt. Wir haben abgehalten, warum wir hier sind. Und ich würde dann einmal sagen, sobald der Roland das Kommando gibt, werden sich die Horden lärmend und angsteinflößend und kindertraumatisierend hier heute durch die dunklen Gassen Hallens schieben. So, damit bin ich für den Augenblick einmal raus. Einmal mehr, danke fürs Zuhören, danke fürs Zusehen und der Roman wird dann den Spaziergang ein bisschen festhalten und immer wieder einen Einstieg machen, wenn es irgendwas Spannendes gibt. Und ich höre jetzt zum Quasseln auf, weil sonst wird das Video wieder ewig lang und es ist furchtbar. Alles, was ich erwähnt habe, wird der Roman natürlich drunter wieder verlinken, weil er natürlich einer von den ordnungsgemäßen und achtsamen freien Kanalbetreibern und Journalisten ist, die ihre Arbeit da ernst nehmen. Dankeschön. Gehabt euch wohl, liebe Freunde. Kommt mit. So, jetzt kommt ihr alles entscheidend in Frage. Wo sind die restlichen Leute? Was? Die Frage zum Tag ist das allweil, ja? Ja, das ist. Heute mit, falls das wem interessiert, am 11. Februar kommt der Herr Dr. Schubert nach Halle ein. In die Salzberghalle. Wenn es jemand interessiert, kann er sich dort das anschauen. Es gibt also von, also Einlass ist glaube ich um 17 Uhr und dann von 18 Uhr bis 21 Uhr. Zuerst kommt einmal sein Vortrag, dann also eine Pause und nachher eine Diskussion. Wenn es jemand interessiert, bitteschön, es gibt also dazu von mir irgendwelche Unterlagen, wenn es jemand machen will. Was ich noch mit habe, aber das hat also auch der Roland mit, für die Wir sind Salzburg Organisation, wer die unterstützen will in der Form, dass es quasi zu einer Anmeldung kommt, damit sie es antreten können bei der Landtagswahl, könnte das Formular auch ausfüllen. Allerdings müsst ihr das dann bitte auf der Gemeinde tun und bitte nicht vorher unterschreiben, sondern vor dem Gemeindebeamten unterschreiben. Genau, ja. Das ist ganz wichtig. Ist das so? Ja, ansonsten bitte, ich möchte also heute so ein bisschen eine andere Route gehen. Und zwar möchte ich also versuchen, die Leute, die also noch in den neu erbauten Wohnblocks, die da wohnen, da ein bisschen anzusprechen. Das heißt, wir gehen also heute ganz normal da runter, die Heidebrücke, nein, nicht die Heidebrücke, sondern so ganz normal runter. Ja, schade, stimmt schon. Nein, das ist gar nicht. Über das Kraftwerk drüber. Dann runter, also Salz auch linksseitig. Bis zum bis zum Kraftwerk, bis zur Sohlstufe. Halten wir uns dann vielleicht kurz bei der Sohlstufe ein bisschen auf, weil da können wir also alles ein bisschen bestreuen. Da haben wir also die Möglichkeit, also auch also entsprechend laut zu wirken.
Und dann gehen wir rüber da über die Solstufe bei der Feuerwehr vorbei, gehen rüber da zum Brenter. Beim Brenter hinterbei haben wir also so eine neue Straße, da können wir es auch so schön platzieren. Da muss also gleich drei Blöcke bestrahlen. Und dann gehen wir über die Polizei Richtung wieder entsprechend heim über die Stadtbrücke. Alles klar, okay. Wenn euch das genehmigt. Nein, das passt schon so. Haben wir auch andere Routen. Dann treffen wir uns dann. Keine Ahnung, das wird Schwierigkeiten geben. Gut, das war's. Dann wollen wir marschieren, wenn ihr wollt. Angesprochen worden, das? Den lieben Elvis. Darf ich also wieder darum bitten, dass sich auch gern zu Wort meldet? Ich werde vielleicht da und dort ein bisschen was sagen, aber der Wortkräftigere bist du. Also, viel Spaß beim Spazierengehen, sage ich einmal. Danke. Ich erst mal live vom Morgen. Wenn ich das richtig verstanden habe, deinen Zettel oder deinen Zettel. Wir sind in Salzburg schon hast, brauche ich dir keine geben. Nein. Weil du hast es aber schon hervorragend vorbereitet. Ja, weil meine Chefin ist ja, die Frau Dr. Ziegler ist ja da mittlerweile im Vorstand. Nein, nein, alles gut. Ich habe nämlich auch extra mit, deswegen habe ich die Taschen. Aber nachdem ich ja feststelle, die wenigen, die noch ein Glück sind, sind wenigstens... Braucht ihr Folder? Was für Folder? Die wenigsten, sie wollen. So Flyer meint er wahrscheinlich. So Folder Flyer. Genau, das ist der harte Kern und die sind wenigstens. Und da habe ich selber auch was dabei selber gemacht. Da habe ich zwei Zielen gleichzeitig angepickt. Das ist eine ist dies da. Und die Rückseiten ist dies da. Soll ich dir das halten? Okay. Und die Rückseiten ist die Demo-Information für Salzburg. Super gut. Mhm. Ja. Ja. Genau. So, Roman, möchtest du das du leicht verteilen? Nein, ich bin beim Filmen. Ah, ja. Aber danke für das Angebot. Passt. Du musst das tun, oder? Und bei dir passt das soweit wieder. Oder musst du nochmal? Ein paar Wiener Sachen anrufen. Alles klar. Aber die sind, was die. Tschüss, viel Spaß, gell? Gemessen von Strafen, was wir in Salzburg anverlegt haben, Lapida. Ciao. Tschüss, gell? Gute Besserung, gell? Dankeschön, ja, ich werde mich bemühen. Electronic Shopping, außer es hängt gerade in irgendeinem Hafen von Shanghai fest oder es kommt aus der Ukraine, dann schaut es mit den Lieferketten worldwide eher schlecht aus beim Shopping. Die Leute sind wieder fleißig verteilen bei den Informationsblättern, ob an Fensterbänken, ob hinter den der Windschutzscheibe des Autos. Wer lesen kann, der leset. Und für die Analphabeten, die können auch hören, weil sie auch lautstark sind.
ein herzliches Glück auf allen Hallener Neu- und Altbürgern. Ja, wir sind wieder hier. Wir sind doch immer laut, weil man uns die Menschenrechte und die Menschenwürde hat geklaut. Und ich will heute an euch die Frage richten, wie geht es euch nach all den Teuerungswellen, die wir jetzt hinter uns haben? Wie geht es euch mit den Heizkosten? Wie geht es euch mit den Stromkosten? Ist es gut und fein? Aber ich kann auch sagen, ihr könnt ruhig noch hinter dem warmen Ofen bleiben. Denn man hat jetzt interessanterweise für die 30% Übersterblichkeit eine neue Lügenvariante gefunden. Jetzt ist es plötzlich das Long-Covid, das so viel zum Sterben bringt. Witzigerweise sind aber über 80% von diesen, die jetzt leider Gottes ihr Leben verlieren, alles Geimpfte. Was glaubt ihr dazu? Warum glaubt ihr immer noch den Lügen aller Medien? Was glaubt ihr mit dem neuen, was eingeführt wird mit dem neuen Epidemiegesetz? In die Hintertür wird wiederum die Impfung eingeführt. Was glaubt ihr mit den neuen? Nein. Aber die anderen interessieren. Ja, die nicht interessieren, machen Sie die Tür zu. Was denkt ihr denn über die neuen Gesetze, die in der Pipeline sind, die uns also schön langsam alle in den jeweiligen Zwangsbeglückung führen, die also der WEF oder die WHO sich vorstellen? Was glaubt ihr denn, was da alles passiert mit den neuen entsprechenden Gesetzen, die uns also die jeweiligen Krisensicherheitsgesetze bringen? Ihr werdet alle noch schauen, wenn plötzlich also das Bundesheer im Inneren eingesetzt wird, dann wird keiner mehr den Mund aufmachen, wenn sie vor der Tür stehen. Glaubt ihr, dass das in Ordnung ist? Wenn ja, dann schlaft ruhig weiter. Genau. Danke. Friert ruhig weiter. Hallo, korruptes und vertrotteltes Österreich. In Bälde endet der Jänner. Der 35. Monat, in dem dieses Land im Bürgergriff des Irrsinn ist. Nach Gesundheitsfaschismus machen wir jetzt über 10 Monate sehr, sehr tolle Maßnahmen gegen Putin. Ja, was soll man sagen? 10 Monate, man merkt, sie wirken. Man wird sie auch noch in den nächsten Monaten machen und sie werden auch dann weiter wirken. Putin sitzt inzwischen auf einem Millionen-Rubel-Imperium und freut sich, dass wir dummen Österreicher, vertreten durch einen ungewählten Kanzler, der 104 PR-Berater hat, für die der österreichische Steuerzahler knappe 6 Millionen berappt, was in der höchsten Teuerung aller Zeiten ja nicht weiter relevant ist. Schließlich waren wir ja Pestweltmeister. Jetzt quasi weiter vor uns haben. Ne? Weil es ist ja schön, wenn das Geld in diesem Land für alle da ist, nur nicht für eine Grenzsicherung, nur nicht für jenes kaputtgesparte Gesundheitssystem, wo heute Österreicher, egal ob geimpft oder ungeimpft, inzwischen in Wien am Gang liegen, um dort zu sterben. Das ist der Sozialstaat Österreich. Das ist das, was wir haben. Aber wie gesagt, ruhig weiter den Kanzler zahlen und alles ist gut. Weiter hetzen und so tolle Parolen raushauen wie Panzer senden, Krieg beenden. Das funktioniert seit 10 Monaten und es wird auch in Zukunft funktionieren. Genauso wie es funktioniert hat mit der Impfung.
Alle, die übrigens 3 oder 4 Mal geimpft sind und dann trotzdem Corona hatten, gut, dass ihr geimpft wart. Ihr wärt wahrscheinlich tot, wenn nicht. Ja, so ist es. Ich wünsche einen unglaublichen schönen Abend. Freut euch, dass ihr euch die Heizkosten eventuell noch leisten könnt. Und dann hätte ich einfach gesagt, machen wir heiter weiter im korrupten und vertrottelten Österreich. Danke fürs Zuhören.
fest, dass die Klimaerwärmung mit dem vielen Schnee auf den Autos ein bisschen meinen Einsatz Flyer und Infomaterial ans Volk zu bringen erschwert. Da sollten Sie einmal ein paar festbieten. Winter frieren die Menschen wegen den Klimawärmung. Wenn da einer schon unterwegs war, mache ich das auch. Die sind echt schon lange nicht mehr eingestiegen da. Firmenfahrzeuge sind, ne? Hätte ich gesagt, wir haben heute Dienstag, also eigentlich hätten die bewegt werden sollen. Vielleicht ist das eine weitere Branche, die im Testweltmeisterland Österreich den Folgen des Ukraine-Kriegs während den Corona-Maßnahmen, die wir da völlig vertrottelt durchgesetzt haben, liegt es natürlich gar nicht, liegt. Ne? An Stelle dann nochmal die Frage stellen, warum die Schweiz aktuell eine Inflation von ungefähr 4% hat und wir am Papier eine von knapp 12%. Aber ich schwurbel natürlich schon wieder. So. Schau, der XXX-Lutz hat Geld bekommen im Lockdown. Der arbeitet noch, da ist das Auto schneefrei. Ah, da habe ich einen coolen Hinweis zum Einfügen. Es ist ja nicht nur XXX-Lutz, die was subventioniert wurden. Währenddessen Kleinbetriebe. Also wenn die langsamer gangerten, hätten wir da einen ganzen Wohnblock, den man beschallen und auch Material versehen könnte, aber irgendwie sind sie schnell. Wahrscheinlich haben sie Angst vor einem Erfrierungstod im Klimawandel. Lassen wir da mal ordentlich und dann schließen wir uns da an. Keine Kriege mehr! Ja, ein Wort an die Halleiner Neu- und Altbürger. Speech is on. No. Thanks, Speedy. Sehr, sehr spannend. Ja, der Zeichen ist echt schade. Also sehr wenig. Die unbezahlten Zuseher sind schon ungeduldig. So, zweiter Versuch, geht doch. Also kommen wir wieder. Danke. Das wollte ich vorher eingeschalten, aber irgendwie ist es zu kalt. Ja, ein herzliches Glück auf allen Halleiner Alt- und Neubürgern. Ja, wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Menschenwürde hat geklaut. Und damit ihr vielleicht auch wenig nachzudenken bereit seid, frage ich euch, wie geht's euch denn mit den Heizkosten? Mit den Teuerungswellen bei Lebensmitteln. Wie geht es euch mit den ständigen Lügen unserer Medien? Wie geht es euch mit der Korruption und den ständigen Lügen unserer Regierungen? Was sagt ihr dazu?
denkt einmal ein wenig nach. Ihr sitzt zwar alle hinter den warmen Ofen. Jetzt noch. Aber wie lange wird das noch gut gehen? Habt ihr schon einmal Gedanken gemacht über das neue Krisensicherheitsgesetz, das jetzt eingebracht werden soll, wo die Regierung ohne irgendjemanden zu fragen eine Krise ausrufen kann und dann geht's euch genauso wie in den letzten 3 Jahren. Ihr werdet alle eingesperrt, je nach Gutdünken der Regierung. Und dann ist auch noch dazu gekommen, dass damit mit diesem Gesetz auch das Wehrgesetz geändert werden soll, dass dann plötzlich unser Bundesheer im Inneren eingesetzt werden darf. Und zwar nicht nur wegen Katastrophen, nein, auch für Pandemiefälle. Ihr könnt euch ausmalen, was dann passiert, wenn plötzlich weil die Polizei zu wenig Kräfte hat, das Bundesheer vor der Tür steht. Denkt einmal drüber nach. Und fragt euch, wie es dann geht. Nein. Danke für die Information. Das liegt uns. Das reicht euch doch. Nein, das kann man nicht. Hallo, vertrotteltes und korruptes Österreich. Wir haben jetzt 34 Monate Irrsinn unter diversen gewählten und nicht gewählten Kanzlern und Kanzlern. Der aktuelle verbraucht gerade 104 PR-Berater für 6 Millionen Euro Steuergeldes. Und vorher hat man das Militär angesprochen. Jenes Militär, das das gesamte Land Tirol abgeriegelt hat, die Grenzen hingegen nicht schützen kann. Jenes Militär, das sich dazu erdreistet hat, dem Österreicher in der Nase zu bohren, und sich jetzt eventuell erneut instrumentalisieren zu lassen, um gegen die eigene Bevölkerung vorzugehen. Aber das ist rechtens. Die eigene Bevölkerung trägt's ja gerne mit. Die eigene Bevölkerung ist ja solidarisch und gehorsam. Die eigene Bevölkerung macht dieses Land ja überhaupt zu dem, was es ist. Der letzten Bastion des Irrsinns. Man kann von der Atlantikküste Portugals bis nach Hütteldorf mit dem Zug fahren, ohne eine einzige Einschränkung. Aber in Hütteldorf bedarf es einer Maske. Dort steigt nämlich, egal ob der Zug stehen bleibt oder nicht, der Tod ein, weil der fettfressende Bürgermeister so beschlossen hat. Ja, so ist das in Österreich. Macht aber nichts. Mir fällt bei der ganzen Sache ein bisschen mein Käfer, den ich in Zukunft essen soll, aus dem Mund. Aber ihr habt wahrscheinlich mit dieser neuen EU-Verordnung auch kein Problem. Schließlich hat uns die EU ja schon so viel Gutes gebracht. Und schließlich haben wir ja immer die ÖVP gewählt. Also werden wir es auch in Zukunft machen. Händ halten, Goschen halten und immer schön weiter im gleichen Schritt in Österreich. Danke fürs Zuhören. Und alle, die sich fragen, was das heiße Zeug ist, das gehört nicht zu den 110 Gramm vom Deichtmeister, sondern das ist wirklich Schnee. Also das mit der Klimaerwärmung auch nochmal drüber nachdenken. Danke! So, liebe Freund, wir appellieren an eure Menschlichkeit. Jetzt, in dem Moment, wo es uns da ganz gut geht, geht's irgendwo zu mit Krieg. Es geht mit Krieg zu. Und jeder von euch weiß, was das heißt. Menschen werden getötet, Kinder vergewaltigt, Frauen vergewaltigt. Es ist wurscht, auf welcher Seite, auf russischer oder auf ukrainischer Seite. Das ist Krieg. Wir bitten euch, aufzustehen und die Politiker sofort aufzufordern, die Sanktionen zu beenden und Friedensgespräche einzuführen. Wir appellieren an eure Menschlichkeit, an euer Fühlen für Menschlichkeit füreinander. Ihr habt Kinder und ihr wisst, was das heißt. Das ist kein Witz, was hier gerade abgeht. Sie haben euch belogen seit 2,5 Jahren. Sie haben euch belogen mit dieser sogenannten Impfung. Ihr wisst ganz genau, in eurer Nachbarschaft, bei euren Verwandten und vielleicht bei euch selber, mit den schweren Nebenwirkungen.
Wir appellieren euch auf eure Vernunft und schaut hin und steht auf und lasst es nicht mehr durchgehen, ihre Lügen. Für den Frieden, für die Freiheit, für das Menschsein. Wir bitten euch darum. Das ist eure letzte Chance. Die da gerade aus dem oberen Stockwerk mit Schnee geschmissen hat, weil das in diesem Land mit dieser Klimakatastrophe noch möglich ist, solange man noch ein Obdach hat. Ja? Vielen Dank für die Gabe. Ja? Es zeigt einmal mehr, dass unsere Ansprachen darüber, dass dieses Land ein korruptes und vertrotteltes ist, nicht ganz umsonst ist. Ich spreche ganz explizit an und ich danke, dass Sie heute der österreichischen Presse hier vertreten gezeigt haben, dass es immer noch Leute gibt, die in diesem Land der Spaltung, der Kriegstreiberei und der Hetze sehr offen gegenüberstehen. Ich danke für Ihren Beitrag. Ich hoffe, Sie melden sich noch rechtzeitig für die Niederösterreich-Wahl an, um dort eine Stimme abgeben zu können für jene Partei, die sich dort nicht mal mehr ÖVP Niederösterreich nennt, sondern Kindzwecklegung betreibt und nur noch die Niederösterreich-Partei. Ich bin dankbar für diesen Beitrag und es erfüllt mich mit Stolz, mit Ihnen dieselbe Luft atmen zu müssen. Es zeigt mir nämlich jeden Tag, wie toll diese Wahldemokratie ist. Danke Ihnen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Wenigstens reicht der Schnee so weit, den du da schmeißt. Dankeschön. Das erinnert mich wenigstens daran, was an Klimawandel steckt. Naja, du bist unserer Meinung und bewirfst uns mit Schnee. Das ist ein bisschen schizophren, möchte ich mal sagen. Und wenn du meinst, dass wir ein halber Stuhl sein sollen, dann bedanken Sie unsere Kinder dafür, dass wir still waren. Denn wer schweigt, stimmt zu. Wenn in Hallein oder in Salzburg oder sonst wo in dieser verbenedeiten Wahldemokratie ein Fußballspiel ist, dann müssen sich alle, ob sie auf Fußball stehen oder nicht, mit dem leeren Pegel auseinandersetzen. Wenn ein Krampuslauf ist, müssen alle, ob sie das gut finden oder nicht, mit dem leeren Pegel auseinandersetzen. Und wenn es um freie Meinungsäußerung geht, dann muss man plötzlich mit Schnee schweißen, weil der leere Pegel unerträglich ist.
Warum werfen Sie nicht bei Fußballspielen? Warum werfen Sie nicht bei Parteiveranstaltungen? Warum werfen Sie nicht bei Krampuskränzchen und Ähnlichem? Das ist eine billige Ausrede. So komm aber, wenn du es nicht verstehst. So komm und leidsam. Mitten reden. Haben Sie mich offensichtlich verstanden? Von Ihrem Anwalt wärst du eh noch her. Genau. Dafür, dass du es nicht verstehst, können wir ja ganz gut miteinander diskutieren. Also wenn du auf unserer Seite bist, dann solltest du uns mitgehen eigentlich. Das wäre ja, komm doch mit. Du hast ja wahrscheinlich Kinder. Es herrscht weiterhin Krieg. Ja, nicht nur seit 10 Monaten dank dieser unglaublich zielführenden Sanktionen, sondern auch nach wie vor in der gespaltenen Bevölkerung. Ja. Man sieht einfach, der Österreicher ist weitestgehend nicht lernfähig. Auch wenn man dann im zweiten Atemzug aufgrund der Argumente eingeräumt hat, ich bin ja eh voll bei euch. Ich kann mich erinnern aus meiner Jugend, da hat man uns im Geschichtsunterricht von Zeiten berichtet, da haben auch erst alle mit Blumensträußchen und kontaktlosen Grüßen gewunken und frenetisch geschrien, da hat auch keinen der Lärm gestört. Und hinterher will es dann wieder keiner gewesen sein. Das kommt mir da sehr ähnlich vor. Ein Beispiel, wie du so schön ausdrückst, ein Beispiel dafür, wie vertrottelt es Österreich und wie schizophren sie ist. Oder ein Indianer würde sagen, er spricht oder sie spricht mit gespaltener Zunge. Wie Insektenfresser heute so sind mit gespaltener Zunge. Korrigieren, es gibt auch allerhand Insektenfresser, die keine gespaltene Zunge haben. Ja? Ich glaube zum Beispiel, dass diverse Kröten, Frösche, Chamäleons und dergleichen keine gespaltene Zunge haben. Nicht, dass du wieder hast, die Nazis verbreiten Fake News. Ja? Genau, auch Kinder in Afrika, die Hunger leiden, fressen Käfer. Das Problem ist halt, dass die Käfer dort verseucht sind. Weil wir ja einen Giftmüll dort bunkern. Also, das Schöne ist, es gibt ja quasi keinen Giftmüll. Ja. Es gibt auch keinen Sondermüll. Das Einzige, was ganz, ganz böse ist, ist das Plastik. Ja. Deswegen kriegt man das jetzt fast nimmer. Ja. In der Gastronomie hat man Strohhalme aus Bambus und keine Ahnung was. Dafür kommen die Trays von den Cola-Flaschen nach wie vor Plastik. Und die vielen Mund-Nasenschutz-Gesichtsfetz und die FFP2-Masken von mir liebevoll als Kaffeefütter bezeichnet. Ja? Die ganzen Testkits, ja? Die sowohl vom Material als auch von den Inhaltsstoffen Sondermüll und auch medizinischen Sondermüll darstellen, die sind nicht weiter bedenklich. Das sind Schneebälle und Eisbock auf uns runter geschossen worden. Ja, es hat Schneebälle auf. Gehen wir mal vielleicht ein paar Schritte von der Straße weg, okay? Ja gut, wenn die Polizei uns in Zukunft begleiten würde, dann würden Passanten uns nicht angreifen. Als freie Spaziergänger. Genau, sie sind freie Spaziergänger, sie dürfen da frei spazieren und sie sollen sie anrufen. Trotzdem war es eigentlich schon notwendig, dass die Polizei uns beschützt und das zur rechten Zeit, zum rechten Ort. Nein, Durchgang wurde. Ich kann, wenn es wollen, mit der Dame rein, das ist voll, wir können gerne hinschauen. Also die Polizei ist bemüht, den Fall auf den Grund zu gehen. Naja, schauen wir mal, ob es was nützen wird. Aber ich glaube nicht, dass sich die Meinung der restlichen Bevölkerung deswegen ändern wird, wenn die Polizei sagt, dass sie jetzt auf unserer Seite ist, auf unserer
Vorsicht bedacht ist. Ja, aber das ist so schön auch von was. So stecken wir weiter vorne, aber wenn ich wollte, dann gehen wir gleich direkt zu dann müssen wir das von Amts wegen machen. Ja, sie hat einen Schneeball am Kopf gekriegt und ich habe einen drauf gekriegt. Ja, alle drei. Ich habe es auf den Fuß gekriegt. Ich habe es erst gewonnen, aber ich glaube, zuerst von der Hummel falsch rankommen. Ne? Wenn sie verletzt haben, müssen sie uns sagen. Dann müssen wir vielleicht auch noch einen Arzt beiziehen. Gibt es jetzt Verletzte? Also mit anderen Worten, sie sind wegen uns da eigentlich. Also wie es uns geht. Für uns. Aber sie haben doch sicher eine Anzeige gekriegt. Ich meine, sie sind da hergeschossen. Ich habe sie ja Angst gehabt. Da will uns ja jemand rammen. Mit einem 80er. Nein, sie sind jetzt für uns da zu Ausschreitungen gekommen. Ja. Ist überhaupt nichts. Ja, die einzige Ausschreitung Demonstration ist, wenn man sieht man es noch, dass eine Dame von so einem halbrunden Gebäude da vorne noch 150 Meter rechts in der Wohnsiedlung mit Schneebällen runter. Da gehen wir da gleich hin, oder? Ja, machen wir. Muss ich den Schmerzen holen? Ja, bitte. Gut. Elvis. Ich mach das mit dem Herrn. Roman, gehst du mit? Die normale Runde weiter. Wir gehen die normale Runde weiter. Ja. Wir treffen uns drüben. Ja. Okay. Das habe ich jetzt erst nicht ganz verstanden. Ich bin jetzt schon lange nicht mehr bei Hallen mitgegangen. Aber wenn wir jetzt zu den Parteien hingehen, schalten Sie die Kamera bitte aus. Ja, klar. Weil das ist natürlich ich bin presseakkreditiert, aber ich weiß, dass ich die Privatsphäre von jedem natürlich achte. In einem gewissen Sinne, wie es mir möglich ist. Ich habe eine Frage, aber ich war schon lange nicht mehr in Hallen dabei. Normalerweise bei Demonstrationen, auch wenn man es jetzt als Spaziergang nennt, ist es dennoch eine Demonstration. Erlaubt, ja natürlich, aber warum ist es die Polizei generell von Anfang an nicht dabei? Das hat die Bezirkshauptmannschaft entschieden, das entscheiden nicht wir. Ja, das ist doch klar. Die Bezirkshauptmannschaft ist, wir sind weisungsgebunden an die BH und die BH entscheidet das. Aha. Da sind wir dann nicht mehr zur Stelle. Und haben Sie auch eine Begründung gekriegt, aus welchem Grund wir nicht mehr schützenswert sind? Wir sind ja schützenswert. Nein, wenn die Polizei jetzt die Weisung kriegt, nicht uns mit zu begleiten, vor Übergriffen zu schützen und Gefahr zu verhüten. Naja, sie sind ja dazu angehalten, dass sie am Gehsteig gehen. Ne? Ja, natürlich, aber das. Sie ja nicht schützen, oder? Nein, es könnte ja auch wer von den linken Block auf uns zukommen, die was glauben, dass wir Nazis wären, weil die Medien uns berufen haben. Wir haben die Kapazitäten nicht, dass wir jetzt mal mit denen mitgehen, gell? Ah, sie haben die Kapazitäten nicht. Das entscheiden andere, nicht wir, gell? Wir führen es durch, wir kriegen von unserem Chef die Anweisungen. Das ist mir klar, das hat mir Ihr Kollege eher erklärt. Ja. Es ist auch kein Angriff auf Ihre Person. Sie als Person, sondern es war die Frage, warum man bei einer angemeldeten Kundgebung nicht mehr so wie früher auf Polizei will. Okay, das ist ja die Antwort, das lassen wir. Dankeschön, dann habe ich als Pressemitarbeiter einen netten Skandal zu berichten. Ja, natürlich. Aber natürlich sehr nett von Ihnen, dass Sie dem jetzt auch auf den Grund gehen wollen. So, es handelt sich jetzt dann gleich da um das Haus auf der rechten Seite. Also es ist jetzt ganz Schütten oben. Schütten Sie die Kamera jetzt aus. Es ist jetzt Sie bitte jetzt die Kamera aus. Ja, wir wollen natürlich die Privatsphäre von allen schützen und wir werden auf Werner Kant sorgen, wo der wohnt. So, wir lassen jetzt die Polizei, die Herren und die Dame von der Polizei jetzt ihre Arbeit vollrichten. Wir können eh nicht mehr viel mehr dazu beitragen. Darum gehen wir jetzt wieder zurück zu unseren Mitstreitern, den Demonstranten. Und ja, was du empfunden, war das korrekt, so wie das die Polizei jetzt gemacht hat in dem Sinne? Ja, wie gesagt, ich habe da keine gröberen Einwände. Das Problem ist halt, dass generell, wenn viele Köpfe zusammenkommen, gleich ganz viele Menschen reden und das durcheinander,
Und das hasse ich immer, deswegen habe ich ja zu der Beamtin gesagt, wie sie mit mir geredet hat, und der Beamte geredet hat, ich kann Stereo hören, aber halt immer nur mit einem. Deswegen wäre es halt auch ganz gut, wenn sich bei uns in der Gruppe da vielleicht einer als Redner hervortut und nicht alle gleichzeitig quasseln. Aber rein von der Amtshandlung selber kann man da überhaupt nichts sagen. Die gehen der Sache nach. Nachdem sie zeitnah mit uns hingegangen sind, hat man ja auch die vielen Schneeballeinschläge noch gesehen. Und ja, wie gesagt, man zeigt halt einmal mehr, dass in diesem schönen Land die Spaltung und der Hass nach wie vor omnipräsent sind. Wie gesagt, auch wenn man dann hinterher sagt, man ist ja eh auf unserer Seite. Wie gesagt, man findet sich dann sehr schnell von irgendwas im Lärm oder sonst was belästigt. Sich davon belästigt zu fühlen, dass man nicht einkaufen gehen durfte, weil man ein Gehregelregime hatte. Oder dass man sich dadurch belästigt fühlte, dass man, weiß ich nicht, dreimal in der Woche, um arbeiten zu gehen, also bitte Steuern in dieses Land zu bringen und die Produktion am Laufen zu halten und, wie hat es schön geheißen, systemrelevant zu sein, testen musste, das hat die Menschen nicht gestört. Ich finde es dementsprechend immer relativ spannend. Warte, mach ich mal einen Schwenk mit mir. Ich finde es dementsprechend immer relativ spannend, wo die österreichische Volksseele ihre Prinzipien erkennt und aufkocht und sich echauffiert und aggressiv wird, während sie sich da, wo es vielleicht existenziell wäre, kuschend verhält und nichts tut. Aber wie gesagt, das ist natürlich wiederum nur einmal mehr meine persönliche Meinung. Und man weiß ja bereits, Meinungsfreiheit ist in diesem Land ja in letzter Zeit auch ein bisschen, ja, in Mitleidenschaft gezogen. Gut, Entschuldigung. Naja, also ich zitiere da jetzt die Sache von Thomas Breit. Ich habe es noch nicht geprüft und verifiziert. Aber laut Thomas Breit, dessen Kanal Neue Normalität, ich jedem sehe hiermit wieder zwecks Information und auch zwecks der amüsanten Art, wie es vorbringt, näher bringen möchte, hat in einem seiner Videos unlängst festgehalten, dass wir in Österreich, also für das gesamte Bundesgebiet, anscheinend ganze 6 Beamte haben, die sich dem Straftatbestand der Kinderpornografie widmen. Ich darf erinnern, auch wenn Tirol abgeriegelt war, Österreich hat offiziell 9 Bundesländer. Das heißt, wir bringen nicht mal einen ganzen Beamten pro Bundesland dabei zusammen. Wir hatten allerdings ausreichend Beamte, um in der Maria-Hilfer-Straße unter anderem, der Roman kann es eventuell verlinken, Dutzende Polizisten im Kampfanzug abzustellen, um dort Gehregeln durchzusetzen. Wir haben genug Beamte, um den Roman am Nachhauseweg aufzugreifen und ins Polizeianhaltezentrum zu überstellen, weil er unter freiem Himmel als Demo-Teilnehmer keine Maske getragen hat. Aber wie gesagt, wir haben auch 6 vermummte Beamte, die beim Erwin die Wohnung stürmen konnten unter dem vermeintlichen Straftatbestand, vermeintlich deshalb, weil das, glaube ich, ja erst noch entschieden werden muss, nach Sichtung all seiner beschlagnahmten Computer-Hardware und dergleichen. Wie gesagt, da hatte man 6 vermummte Beamte plus 2, Einsatzführer, die unvermummt waren, für eine Stürmung einer Wohnung. Ja. Aber wie gesagt, im gesamten Bundesgebiet haben wir, wie gesagt, ich zitiere Thomas Breit, anscheinend nur 6 Beamte, die sich der Thematik und der kriminellen Sache rund um Kinderpornografie in irgendeiner Form bemühen. Das zeigt, glaube ich, schon, was in diesem Land Priorität hat. Und das ist eindeutig, auch wenn es in den letzten Jahren immer um die Gesundheit und den Schutz der vulnerablen Gruppen geht, das ist eindeutig scheinbar nicht unsere schützenswerte Jugend, das ist eindeutig nicht das
unversehrt sein unserer steuerzahlenden Bevölkerung, sondern da geht's anscheinend um andere Dinge. Aber auch das ist natürlich jetzt wieder nur meine persönliche Meinung und das ist natürlich nur Geschwurbel, weil wir wissen natürlich, wenn es nicht von den Systemmedien verifiziert wird, stimmt es nicht. Also dann sind es also Fake News. Nichtsdestotrotz halte ich an meiner Meinung fest. Ich bin so einer, ich mach das. Ach Gott, vielleicht kann man es da dazwischen klemmen. Da. Ja. Ah, schau, schau. Nein. Ah, du hast schon vorgeklebt. Sehr clever. Heute ein Sonderangebot. Man soll vielleicht erwähnen, war, schau, da haben wir einen, der ist schon bepickt. Da machen wir jetzt wieder was, was in Salzburg ein Unding wäre. Weil in Salzburg, ich weiß jetzt nicht, wie es in Hallein ausschaut, aber in Salzburg haben wir ganz viele politisch korrekte Kinder, die sich für antifaschistisch halten oder für links oder was sie sonst so haben. Und die klezeln diesen Aufkleber, den ich hier herklebe, bis zur Unkenntlichkeit, also bis zur Klebefolie und darüber hinaus, ob. Ja, und ich stelle mir immer die Frage, da drauf steht Ja zur Neutralität. Also sind Sie eventuell gegen die Neutralität? Sind Sie also eventuell dafür, dass wir Partei ergreifen im militärischen Sinne? Würde mich wundern, weil die Linke doch eigentlich so früher so pazifistisch und ja, schöne heile Welt und so und wir machen Anarchie, wir haben keine Regierungen mehr, wir sind alle einfach nur noch Individuen. Da würde diese Abschaffung der Neutralität meines Erachtens nach konträr sein. Aber okay, dann steht Frieden mit Russland. Gut, ich meine, man könnte jetzt natürlich sagen, Russland ist ein Aggressor. Ob das jetzt so ist in Anbetracht der NATO-Osterweiterung und ein paar anderer Faktoren, das darf jeder für sich selber ausmachen. Da will ich gar nicht in irgendeiner Form meinungsbildend sein. Aber wie gesagt, also da steht Frieden mit Russland. Wir haben auch Frieden mit der Schweiz. Wir haben Frieden mit Deutschland. Wir haben Frieden mit der Tschechei. Wir haben Frieden mit Italien. Wir haben Frieden mit Ungarn. Ich glaube, dann haben wir so ziemlich alle unsere, also Tschechei habe ich mit, ja, ich glaube, dann haben wir alle unsere Nachbarstaaten so halbwegs durch, wenn ich es nicht vergessen habe. Das heißt, vielleicht sollten wir einfach Krieg mit all denen haben, weil anscheinend ist ja Frieden schlecht. Egal, ob jetzt mit Russland oder irgendwem, wahrscheinlich ist Frieden schlecht. Ja? Gut, und dann ist natürlich der letzte strittige Punkt der Austritt aus der EU. Aber nachdem ja diese Linken bei G20-Gipfeln vermummt und tapfer Twingos in Brand gesetzt haben, was immer das bringen soll aus der Sachbeschädigung von einem Auto, das einem selber nicht gehört und auch keinem der Bonzen, weil die fliegen ja mit dem Privatjet hin. Aber sei es wie es sei, bleibt also die Frage, ob wir jetzt diesem zentralistischen, korrupten Staat ohne jegliche Wahllegitimation, weil das EU-Parlament und die Frau van der Leyen und so, ja, ich kann mich nicht erinnern, dass es da einen Volksentscheid gab. Egal. Jedenfalls kann es also sein, dass die jetzt plötzlich Global Player werden und die Flinten-Uschi und dergleichen gut finden. Inklusive den kleinen Würmchen im Essen. Glaube ich nicht, die sind doch so vegan. Ich bin mir nicht sicher, ob nicht ein Würmchen und ein Käfer und eine Grille und was wir da sonst so haben, eventuell klassisch unter vegan fällt. Aber egal, ich find's immer toll, wenn sie in Salzburg kratzen, bis die Fingernägelchen bluten oder sie einen ganzen Edding brauchen, dass sie schwärzen oder Antifa-Bickerl draufbicken. Also ich find's immer sehr schön, wenn jemand hergeht und irgendwo ein Antifa-Bickerl drauf klebt, um eine Agenda durchzudrücken, wo man einem Staat, einem System, in diesem Falle der österreichischen Bundesregierung, mit so Slogans wie "Wir impfen euch alle" zuarbeitet. Und wenn man dann sieht, wie aus ehemaligen ACAB-Rufern plötzlich Menschen geworden sind, die große Freudentöne und Lob offen haben für Polizeianhaltezentren und sonstiges. Also wie gesagt, verstehe ich halt auch nicht. Bin ein Schwurbler. Egal.
Was ist lieb? Corona fucked my summer. Das ist schon ein bisschen älter. Ist zugegebenerweise inhaltlich durchaus passend zu so Schwurbler-Geschichten. Und nachdem ich ja immer nur da was hinpick, wo schon was oben ist, weil ich mir ja nicht den Schuh anziehen möchte, da Vandalismus im klassischen Sinne zu betreiben, habe ich mir gedacht, nutzen wir da jetzt einfach die Tatsache, dass da schon was drauf ist und dann wieder die lieben Kleinen ärgern, die ja ihre letzte Generation in Lützerath und sonst wo friedlich mit offenem Diskurs und vernünftigen Argumenten, zum Beispiel dieser Römerstraße in der Schweiz unterm Gletscher darlegen können, ja. Und dafür dann vom ORF, der ja gerade, glaube ich, mit 670 Millionen oder so in der Kreide steht, weshalb man einmal mehr für den Bürger die Gebühren, es geht hier um You Can Guess My Ass, erhöhen soll. Man könnte auch einfach den Fuhrpark verkleinern, man könnte auch einfach anfangen, anstatt teurer, relativ sinnfreier Serien aus Übersee einzukaufen, sich darauf zu beziehen, dass man vielleicht einen Bildungsauftrag hat. Aber andererseits, es ist natürlich richtig, wir befinden uns im korruptesten und verdrottelsten Land der westlichen Welt. Was will man da mit einem Bildungsauftrag? Jedenfalls, da haben wir halt jetzt quasi im ORF nichts dazu gesehen. Und das wird dann schon passen. Ich erwähne diese Römerstraße unterm Gletscher trotzdem mal. Der Geneigte kann ja dann am Streicheltelefon einmal goggeln und wird feststellen, dass das, was ich da sage, tatsächlich nicht ganz falsch ist. Dafür habe ich sogar schon einen Screenshot daheim irgendwo gebunkert. Ja, das ist einfach toll. Also man kann ihn gar nicht so lange einsperren, dass er nicht in den Pausen, wo er frei ist, einfach seinen journalistischen Auftrag wahrnimmt. Na schau. Das ist schön. Das ist schön, da kann man auch noch eins dazu picken. Wobei ich mir ja gerade die Frage stelle, wart, seine Mutter, seine Milch. Also wir sind da ja jetzt hier fürs Tierwohl, was ich grundsätzlich gut finde. Man ist auch dagegen Pelz mit Zensurbalken, finde ich auch gut. Wie gesagt, ich stelle da jetzt einfach provokant, wie ich bin, nochmal die Frage in den Raum, nachdem sie ja scheinbar so für die EU sind und die EU ja jetzt findet, man könnte ruhig mal ein paar Käfer Larven und grillen und so essen, egal ob der Chitinpanzer eventuell ungesund und kanzerogen ist. Ich stelle mir da die Frage, wie die Tierschützer daran reagieren werden. Aber vielleicht sind ja Grillen keine Tiere. Die Grillen sind zum Grillen da. Ich habe mir sagen lassen, dass es Länder gibt, da macht man das also. Bei uns, habe ich letztens einen Bericht entnommen, werden sie getrocknet und zermahlen und ergeben dann irgend so ein weißliches Pulver. Ich denke mir mal, vielleicht hat der Herr Teichtmeister deswegen keine Anzeige bekommen, weil er einfach seiner Zeit voraus war. Jetzt nicht, was die 58.000 Dateien von Kinderpornografie auf seinem PC angeht, sondern weil er vielleicht gar kein Kokain in seiner Matratze eingelagert hat, sondern einfach nur zerriebene, getrocknete, gemahlene, wie auch immer, Grillen. Und man hat da nur seitens der Behörden vielleicht einen Ermittlungsfehler begangen. Auch das soll ja in dem Land schon mal vorgekommen sein. Also das mit dem Ermittlungsfehler meine ich. Bin mir nur nicht ganz sicher, ob die Wirkung genauso ist, wenn man getrocknete, zerriebene, gemahlene Heuschrecken schnupft. Aber man wird uns da sicher demnächst informieren, so wie man uns ja auch bereits in Kenntnis gesetzt hat, von der Firma Moderna, glaube ich, war es. Nicht, dass ich Fake News verbreite, aber ich glaube, es war Moderna,
dass es jetzt für alle, die da so plötzlich und unerwartet ans Herz fassen und umfallen, ja jetzt die Lösung gibt. Es gibt da jetzt dann nämlich eine, man hätte es kaum für möglich gehalten, mRNA-Injektion, die dafür sorgt, dass dann irgendwelche Blutgerinnsel und sonstige Sachen da eben im Herzen nicht mehr weiter entstehen. Also, brauchen wir nur noch um Hodenkrebs Angst haben. Da ist Österreich relativ außen vor. Weil ein Land, das kaum Eier hat, kriegt in der Regel auch relativ selten Hodenkrebs. Ich habe ja gesagt, man wirft Schneeball aus dem Dunkeln, aus dem Hinterhalt, vom Dach runter. Ja? Bei dem Diskurs auf der Straße, den macht man eh nicht. Da haben wir auch wieder so ein Climate Justice, aber da ist kein Platz mehr. Alles gut. Aber da haben wir, glaube ich, einen Platz. So. Es geht ohne Licht, Gott sei das Dank. Das ist schön. Hashtag WeHuman. Ich denke mir, also wenn es ums We geht, müsste es eher WeHumans heißen und nicht WeHuman, aber egal. Und es geht um Family, Freedom und Friends. Also ich kann mich erinnern, dass diese Menschheitsfamilie, die sich da so mit diesem Sticker als humanistisch darstellt, tatsächlich Freunde ausgeschlossen hat, den Frieden auch nicht so toll findet und auch den Freedom, sprich die Freiheit, gar nicht so toll findet. Weil da hat es ja eher geheißen, man muss ja solidarisch sein und sonst ist man ja ein Lebensgefährder und keine Ahnung was. Also ich halte fest, wenn man sich so manche Botschaften da so anschaut und hinterfragt, kommt man immer irgendwie ein bisschen ins Grübeln. Ja, somit, wir sind jetzt wieder beim Startpunkt angelangt. Unsere Demonstranten sind jetzt schon eingekehrt beim Wirten. Ja, außer, da muss ich jetzt sagen, du mutmaßt, außer es hat noch eine weitere Attacke gegeben, die sich uns gänzlich entzogen hat. Man weiß ja nicht, vielleicht hat es ja noch einen Helden oder eine Heldin gegeben, die aus dem Schutze der Dunkelheit der Nacht mit Schneebällen geworfen hat oder ähnliches. Man weiß ja nie. Ne? Wir leben ja bekanntlich in gefährlichen Zeiten. Ich habe mir ja sagen lassen, es nimmt auch zunehmend überhand, dass Menschen angestochen und sonstiges werden. Es ist ja nicht mehr so, dass die einstige Republik Österreich, das noch das sichere demokratische Land ist, das einmal war. So, warte, da haben wir Mistkübel, da werde ich auch mal ganz kurz. Ja. Ja, dann schauen wir halt, ob es noch ein paar Überlebende gibt. Und ansonsten, ja, wir sind eh beiderseits in Erste Hilfe ausgebildet, also können wir noch vielleicht etwas Schlimmes verhüten. Ja, aber das Schöne ist, ich bin heute eigentlich nicht im Dienst und der Letzte, der dank meines Einschreitens oder Handelns und dem eines weiteren in seiner Freizeit befindlichen Gastromitarbeiters sein Leben retten konnte, der hat bis heute noch nicht mal Danke gesagt dafür. Also ich bin gar nicht so überzeugt, ob man jetzt unbedingt alle in diesem Land wirklich retten soll. Ich weiß, unterlassene Hilfeleistung ist ein Straftatbestand, aber bis wir dort sind, hätte sich ja dabei andere einfinden können. Wobei ich natürlich dazu sagen muss, für unsere Mitstreiter und die Rechten, die auf die Straße gehen, damit die Unrechten, wie gesagt, in Zeiten von Krieg, Teuerung und Gesundheitsfaschismus auf ihrem Arsch kleben bleiben können, für die würde ich natürlich jederzeit helfend einschreiten. Ne? Coole Sache. Und somit, glaube ich, haben wir es jetzt für heute, oder? Ich hätte mal gesagt, das sollte es jetzt augenblicklich mal gewesen sein. Dann macht die Medienwelt jetzt einmal Feierabend.
freut uns beiden, dass so ja, übermäßig zahlreich dabei seid. Mittlerweile eh ein bisschen mehr. Statt 40 sind es jetzt im Durchschnitt 100 Leute. Stetig. An dieser Stelle füllt der Tropfen den Stein. An dieser Stelle herzliches Danke für alle, die sehen. Und ein noch größeres für alle, die nicht nur sehen, sondern auch der Verbreitung zugänglich sind oder behilflich sind, indem sie die Videos dann auch teilen und an Freunde, Mitstreiter, Bekannte oder Ungläubige schicken, auf dass auch die das Licht erkennen. Wie gesagt, feine Sache. So. Ja, somit gehabt euch wohl. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht ab nächsten Mal live dabei und Baba.